Buonasera signori e signori, come state? State bene? Tutto a posto? Avete da bere? Avete da mangiare? Ah, mi capite? Mi capite? Aspettate un momento. Mi dai im Schlag, bin ich jetzt integriert. Das sollte man öfters machen. Ja? Mein Name und Herr, mein Name ist Gino Cultura und ich habe den bestens integrierten Italiener bei Humboldt gemacht. Im Fernstudium. So wie jeder Ausländer bin ich dem Studium ferngeblieben. Deswegen auch meine perfekte Integration. Dass ich heute hier bin, verdanke ich der Demotivation meiner Freunde. Als ich nach Österreich gekommen bin, habe ich gesagt, ich will Comedy machen, ich will Kabarett machen. Wissen Sie, was man zu mir gesagt hat? Euer bist deppert! Euer bist ungrennt! So, nein, ich will Geld verdienen damit. Und dann hat man angefangen, mir Tipps zu geben. Der erste Tipp war, du musst Arsch kriechen. In Österreich musst du Arsch kriechen. Habe ich mir gedacht, okay, krieche ich halt Arsch. Aber dann habe ich mir überlegt, es geht nicht. Ich habe einen Kopf mit 60 cm Durchmesser. Das tut mir weh und dem anderen auch. Der zweite Tipp, du musst klein anfangen. Da habe ich mir gedacht, ja, fange ich klein an. Aber dann, ich bin 1,83. Ist für einen Italiener ziemlich groß, ja. Das geht nicht. Soll ich hinknien? Zweiter Tipp, auch für die Katze. Dritter Tipp, du musst Deutsch lernen. Ja, das stimmt. Du musst Deutsch lernen. Aber danach mir überlegt, man muss in Österreich nicht Deutsch können, um Karriere zu machen. Arnautovic, Drukovic, Junuzovic, Spindelecker Feimann. Können auch nicht Deutsch. Aber ich kann wirklich nicht Deutsch. Ja? Und ich möchte es Ihnen zeigen, wie schwierig es ist, Deutsch zu können als Italiener. In Österreich bin ich so etwas, was man hier bezeichnen könnte, ein Österreich-Error. Sie brauchen vielleicht ein bisschen Zeit. Ja? Ich habe Ihnen gesagt, ich bin schon seit vielen Jahren hier scheinheimisch. Es geht schon. Und ich bin längst schon überledig. Kennen Sie das? Wer von Ihnen ist überledig? Aber das mit den Entsingeln, kennen Sie das? Ist bei mir schwierig. Ich würde fast sagen, auswegslos. Der sitzt jedes Mal. Ich würde fast sagen, für einen Italiener symptomatisch. Aber ich will ja nicht allein sein hier in Österreich. Ja? Und ich suche eine Frau. Und wo sucht man eine Frau heutzutage? Im World Wide Web. Und wie das Schicksal will, habe ich auch eine gefunden. Aber das war so eine Herber-Wife. Die wollte mir was verkaufen. Letztendlich war ich traumatisiert. Aber ich habe Ihnen gesagt, ich bin Italiener und es ist für mich schwer, eben eine Frau zu finden. Ja, ich bin kein guter Träutiger. Warum? Wenn ich mich so umschaue hier, es gibt so viele Fremdgattinnen. Jede ist eine potenzielle Fremdgattin für einen Italiener, passen Sie auf. Ja. Vielleicht bin ich zu weitsichtig. Möglich, 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 ja. Ich muss einmal autokritisch auch sein ein bisschen. Aber es ist gut so. Es ist gut so, dass ich keine gefunden habe, sonst wären sie alle traumatisiert. Aber wie gesagt, ich suche, ich will auch finden, aber für mich zählen bei den Frauen eben die inneren Werte. Deswegen unterziehe ich jeder Frau einer Blonditätsprüfung. Das ist einer von mir selbst entwickelter Test, das sogenannte Sokra-Test. Weil es kommt schon vor, dass die eine oder andere einfach unbrautbar ist. Haben Sie so eine zu Hause? Ich hoffe nicht. So, was beinhaltet der Sokra-Test? Ja? Ich verlange nach dem, ist ein bisschen schwierig heute, nach dem Mutter-Kind-Pass.
Mutter Klimpas bestätigt mir, ob die Frau auch im Museum war, beispielsweise. Weil es ist so, ja, erwischt man die Falsche, hat man Pech. Wissen Sie, Frauen nach der Scheidung entwickeln so eine Gabe, ja, so eine Rechengabe, die nennt sich dann das Einmal-Deins. Das war einmal deins, das war einmal deins, das Auto war einmal deins, die Kinder, die sind deine, ja, nehme ich nicht mit, ja. Und dann ist man schnell bankrott. Mit der falschen Frau ist man bankrott, weil man muss diese jedes Monat Zalimente an die Frau überweisen. Wie gesagt, eine Frau ist kein Spielzeug, es ist eine Moniküre. Sie dürfen auch klatschen, das ist kein Problem. Früher, als ich noch jung war, habe ich es als Skilehrer probiert. Ich war ein Skigolo. Ich war ein Skigolo in den Tiroler Alpen. Ich machte das aus einem Bedürfnis heraus. Das Bedürfnis von Sado Maslow. Jetzt bin ich nun mehr ein alter Gigolopa. Auf der Suche nach einer Gigoloma. Wie gesagt, ich bin schon seit vielen Jahren hier scheinfroh in Österreich zu sein. Und als ich heute herfahre, ja, ist mir ein Mistgeschick passiert. Ich hatte Hunger. Und wo geht man als Italiener hin, wenn man Hunger hat? Zum Italiener. Aber in Österreich kannst du nicht mal zum Italiener hingehen. Da steht Pizzeria Bella Napoli. Du gehst rein und wer macht die Pizza? Mehmet? Ja? Mehmet. Pizzeria Bella Napoli? Der Mehmet macht die Pizza. So, als Alternative, ich musste zu Japaner gehen, ja? Zum Asiaten. Hab dort gegessen und hab voll die Japanik bekommen. Wissen Sie, was ich gegessen habe? Es war zum Kotzen. Sushi. Sushi. Wahnsinn, ja? Und dann gehe ich raus, ja? Will mit dem Auto herfahren, habe eine Panne. Habe eine Panne, rufe den Pannendienst. Und das war sowas von MDC. Das war echt MDC. Und ich warte dort am Parkplatz und warte und warte. Und da kam eine Dame in Uniform, eine sogenannte Polizistin. Das war eine echte Disputante. Von der besonderen Sorte, eine sehr pedante. Und sie hatte einen Tantendrang, mit mir zu sprechen. Ja. Und jetzt kommt's. Sie hat mir von ihrem Freund erzählt. Ihr Freund ist der Vasektomie. Vasektomie ist Eingangstürke in einer Wiener Diskothek, aber ich habe gehört, dass er sich umschulen lässt, ja, er wird zur spanischen Hofreitschwule, weil, und das ist auch der Grund, er liebt dieses Southern Gay Night Fever. Das braucht ein bisschen, ja. Haben Sie es alle? Okay. So, was ist das Problem jetzt zwischen der Polizistin und dem Vasektomie, ja? Sie hätte gern Schlechtverkehr. Ja? Und bei ihm geht Schlechtverkehr. Das Problem ist seine sogenannte Erektion. Unbestätigten Gerüchten zufolge nennt man die Polizistin mittlerweile auch schon Klintoris. Und die Klintoris wartet schon ewig auf ihren Verlobungsring. Aber viele meinen, ja, und das bin ich auch der Meinung, das ist nur ein Placebo-Domingo-Effekt. Wenn Sie mich fragen, ich glaube, die Zeit läuft davon, ja, der Vasektom ist ein Flop-Idiot. Und zum Schluss fragte sie mich noch nach meinem Desperate-Ausweis. Und ich sagte ihr, Signora, ich bin Italiener und ich habe keinen Befähigungsnachscheiß. Ja, wie viel Zeit habe ich noch? Darf ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Darf ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Ich weiß, warum die Michelle Hunziker den Eros Ramazzotti verlassen. Wollen Sie das wissen? Sie hat seine Texte verstanden. Ja, kennen Sie Eros Ramazzotti?
Ja, fuoco nel fuoco, wunderschönes Lied, ja. Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei. Klingt gut, wenn er singt, ja. Aber passen Sie auf, es gibt eine Passage, was singt. Vorrei morire sulle labbra rosse che hai. Vorrei sentire i tuoi segni accendersi poi. Verstehen Sie? Ich möchte fühlen, wie sich deine Brüste entzünden. Ja? Come due piccoli vulcani, wie zwei kleine Vulkane. Sie kaufen seine Platte, nicht ich. Es ist kein Wunder, dass er gegangen ist. Ja? Echt, Italienisch ist eine sau leichte Sprache im Vergleich zu Deutsch. Wirklich. Wollen Sie Italienisch lernen? Wir können einen Schnellkurs machen. Ja? Was brauchen Sie für Italienisch? Sie brauchen Geste. Die erste Geste, diese hier. Ja, diese hier. Und wenn Sie es übertreiben wollen, doppelt. Ganz wichtig. Ja? Aber aufpassen, die Gestik muss mit der Mimik zusammenpassen. Das ist der nächste Mal. Richtig so. Oder doppelt. Ja? Zweite Geste, ganz wichtig. Applaus! Ich bin fast schon Österreicher, ich gebe es ihm zurück, ja? Vielleicht kommt alles wieder mal zurück. Nein, ganz wichtig, ja? Es wird schon gezeigt. So, ich bin fast schon am Schluss, ja? Ich danke für Ihre Deodorant-Teilnahme. Ja? Deswegen auch der Anzug. Ich bin schlagfertig heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Ja. Und eine Word Scouting. Das ist fast schon wienerisch, ja? Besuchen Sie meine Depp-Seite www.ginocultura.com. Dankeschön. Christian Giamato, Gino Cultura.